Kap Verde ist ein afrikanischer Inselstaat im Zentralatlantik und liegt 460 Kilometer vor der Westküste Afrikas. Der Archipel hat eine Landfläche von rund 4000 Quadratkilometern. Die Hauptstadt der kleinen Inselrepublik ist Praia mit gut 100.000 Einwohnern. Kap Verde hat 9 bewohnte und 6 unbewohnte Inseln, die wie Trittsteine mitten im Atlantik verstreut liegen. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, unerforschte Inseln zu entdecken? Unerforscht ist der Archipel zwar nicht mehr, aber immer noch weitgehend unbekannt. Der Massentourismus hat hier noch nicht Fuß gefasst. Das macht Kap Verde zu einem authentischen, echten Reiseziel für Individualisten, die trotzdem nicht auf den klassischen Strandurlaub verzichten wollen. Durch den ständigen Passatwind ist zum Beispiel die Insel Saal ein idealer Ort, um zu segeln oder zu surfen. Flaute herrscht hier fast nie. Doch die Kapverden haben noch mehr Gesichter. Jede Insel ist eine kleine Welt für sich. Mit seiner Vielfalt bezaubert der Archipel auch reiseerfahrene Globetrotter. Neben ihren herrlichen Stränden bieten die Inseln Hafenstädte mit kolonialem Flair, üppig grüne Bergregionen und herbschöne Vulkanlandschaften. Auch die Hauptinsel Santiago hat einen eigenen Charakter und eine bewegte Geschichte. Hier begann auch der Sklavenhandel. Erst 1975 erlangte der Archipel die Unabhängigkeit von der einstigen Kolonialmacht Portugal. Viele der Einwohner leben zwar in recht armen Verhältnissen, doch Hunger und Elendsquartiere zählen nicht zum Alltag. Trotz aller Schwierigkeiten sind die Menschen herzlich und voller Lebensfreude. Der Mix aus portugiesisch-kolonialen Einflüssen, dem afrikanischen Gefühl, gepaart mit brasilianischer Lebenslust, ist fast körperlich spürbar und macht die Reise zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Reisezeit für Kap Verde ist von Oktober bis Juni bei einer Durchschnittstemperatur zwischen 22 und 29 Grad Celsius. Das subtropische Klima wird durch den ständigen Passatwind beeinflusst und auch deswegen als sehr angenehm empfunden, weil die Luftfeuchtigkeit nur gering ist. Kap Verde. Entdecken Sie die facettenreiche Inselwelt für Individualisten.